Grefno, Woche 22. Damit herzlich willkommen zu dieser bereits 10. Folge. Freue mich sehr, dass ihr immer noch mit dabei seid. Richtig gut, vor allem so zahlreich. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank. Leute, wir haben einiges vor in dieser Woche. Erstmal, Herr General, herzlich willkommen zurück. Wie war eure Mission? Euer Gnaden, die Bauern hatten immer wieder Probleme mit Vögeln, die ihre gepflanzten Samen fressen. Die dummen Leute dachten nicht daran, eine Vogelscheuche aufzustellen, also half ich ihnen damit. Das schien vorerst zu helfen und die Bauern waren damit recht zufrieden. Sie gaben mir im Gegenzug einige Pakete mit Vorräten. Es klang so extrem nach einem Abersatz. Aber gut. Genau, was steht an? Erstmal, unsere Hexe ist zurück, mit der können wir sprechen über die Fiole. Sie hat die Rückstände untersucht, dann haben wir noch einen weiteren möglichen Verbündeten eingeladen, Grego. Und wir haben hier ordentlich Gesinde. Erstmal, werte Hexe, was habt ihr zu berichten? Euer Gnaden, ich habe eine Übereinstimmung zwischen der Substanz in dieser Fiole und dem Gift gefunden, das bei Tannis verwendet wurde. Es ist also ziemlich sicher, dass diese Fiole verwendet wurde, um Tannis zu vergiften. Aber warum wurde sie in der Nähe von Branka gefunden? Ich weiß nicht, euer Gnaden. Vielen Dank dafür. Es wird für unsere Untersuchungen nützlich sein. Das ist echt eine gute Frage. Was fangen wir mit diesem Wissen an? Moment, Hauptquest. Ermittlungen. Ich meine, hier wird jetzt nicht mehr stehen, ne? Ja. Na gut. Audrey, so sprich doch. Euer Gnaden, wir werden den königlichen Prozess haben, wenn Ivo ankommt. Und wann ist das? Kurz vor der Schlacht. Vielen Dank. Auf diese Weise kann er selbst an den Verhandlungen teilnehmen. Ich hoffe, wir sind bis dahin fertig. Wir haben noch etwas Zeit, uns vorzubereiten. Geben Sie also Ihr Bestes, um den Täter zu finden. Denken Sie daran, dass unsere Agenten hilfreich sein können, um die gefundenen Gegenstände zu untersuchen. Ich weiß, alles wird gut. Könnten die eventuell die anderen Gegenstände auch nochmal angucken? Aber was? Genau, unser General ist ja schon losgezogen mit dem Brief. Unser Hexer hat sich die Fiole angeschaut. Ich weiß nicht, ob wir über den Zahn noch was machen können. Was uns fehlt, ist halt so ein Jäger oder so, ne? Jemand, der sich mit wilden Tieren auskennt. Nun ja, Grego. Werter Freund. Sie haben eine Taube nach mir geschickt. Das habe ich. Willkommen in unserem Schloss. Ich nehme an, ihr habt von unserem bevorstehenden Kampf mit Radovia gehört. Natürlich habe ich das. Sonst wäre ich nicht hier. Ich möchte helfen. Also, hier ist mein Angebot. Guter Mann, kommt sofort zum Punkt. Kein Drumherumgeschwafel. Gefällt mir. Ich bin stolz auf mein Wissen über Kunst. Meine Gemäldesammlung ist die größte des Königreichs. Hört, hört. Ich besitze Gemälde von den angesehensten Künstlern. Sylvek van Gee, Mondowski, Pisak, Sie verstehen schon. Ah, er kennt die Klassiker. Ich habe kürzlich gehört, dass Sie ein sehr wertvolles Gemälde besitzen. Es wäre perfekt für meine Sammlung. Der Storch von Sylvek van Gee. Ich, sagen Sie doch nichts. Sie haben den Rest meiner Abmachung noch nicht gehört. Ich kann Ihnen gut 80 Männer anbieten. Gut ausgebildete Männer. Und drei Ressourcen. Wow, das Bild muss Ihnen viel bedeuten. Es muss aus diesem Schloss verschwinden. Ich meine, es wird in meiner Galerie besser aussehen, zusammen mit den anderen. Ja, vor allem, wenn mein Schloss niedergebrannt wird von Radovia, weil du mir nicht hilfst. Ich stelle mir vor, dass das Bild irgendwo hängt. Also gebe ich ihnen Zeit, es abzunehmen. Der ist ganz schön forsch. Natürlich nur, wenn sie mit meiner Abmachung einverstanden sind. Ich würde es gerne persönlich abholen. Laden Sie mich also ein, wann immer Sie bereit sind. Wir denken darüber nach. Nee, möchte ich das mit meiner Frau besprechen? Nicht, dass ich das nicht auch alleine entscheiden könnte, aber ich habe Angst. Mir gefällt das Bild sehr gut. Sieht im Schlafzimmer sehr schön aus. Ja, ich ahnte, dass es das ist. Ich werde über Ihr Angebot nachdenken. Natürlich, lassen Sie sich Zeit. Schicken Sie mir eine Taube, wenn Sie bereit sind zu reden. Es ist natürlich jetzt quasi verschwendet dadurch eine Woche, aber. Das ist eine Angelegenheit, das muss besprochen werden. Aber werter Freund, ich habe da diesen Brief. Vielleicht könnt ihr mir dazu noch etwas sagen. Können Sie mir etwas sagen?
Diese Pflanzen sehen aus wie Rowan-Bäume. Diese Bäume bieten Schutz vor bösen Hexen und ihren Flüchen. Viele Königreiche verwenden diese Bäume zum Bau von Kinderwiegen. Ein Lehnsherr, der sich vor Hexen und Flüchen schützen will, hat wahrscheinlich diesen Brief geschrieben. Hexen und Flüchen. Boah, Leute, helft mir auf die Sprünge. Hatten wir da mal jemanden? Vielen Dank, Gregor. Das ist eine sehr nützliche Information. Irgendwas ist da in meinem Kopf. Irgendwas war doch da mal. Hatte nicht jemand Angst vor Hexen? Oder war das jemand anderes? War das irgendein Bauersvolk? Schwer zu sagen. Nun, und dann diese Fiole. Könnt ihr mir etwas darüber sagen? Eine gebrauchte Glasampulle. Ich bin nicht sicher, was ich Ihnen noch sagen könnte. Okay. Aber dieser Zahn, ist das etwas, wozu du mir es sagen könntest? Habt ihr Bestien in euren Kerkern, Eirik? Ihr solltet besser einen Jäger finden, der sich darum kümmert. Ja, aber wo finde ich denn diesen Jäger? Danke für euren Besuch. Auf Wiedersehen, Ragnar. Wo kann ich einen Jäger anheuern? Genau der fehlt uns hier nämlich. Ach, euer Gnaden. Möge die Götter euch für die Unterstützung mit dem Schrein segnen. Viele Menschen hoffen auf eine bessere Zukunft. Die Götter haben uns bereits Zeichen ihrer Barmherzigkeit gezeigt. Das Wetter war besonders gut für unsere Ernte. Wir möchten heute Abend feiern. Wir haben ein Fest für alle vorbereitet. In der Nacht werden wir den Göttern ein Opfer bringen, um ihnen für ihre Barmherzigkeit zu danken. Um ihre Unterstützung zu zeigen, bitten wir sie einfach um ein paar Vorräte, die wir unserem Stapel hinzufügen können. Oder um eine Hexe, die uns helfen könnte, die Opfer direkt an unsere Götter zu senden. Warum dann gleich für 2 Wochen? Aber das klingt nach einer Aufgabe für eine Hexe. Die Hexe kann sicherstellen, dass Opfer nach Plan verläuft. Vielen Dank, euer Gnaden. Die Götter werden euch für eure guten Taten belohnen. Bin nicht ganz sicher, was ich hier von dieser Opferei halten soll. Orgnan, ich bringe euch Neuigkeiten. Na, dann. Es scheint eine seltsame Anomalie in den Wäldern im Norden zu geben. Magie vielleicht? Und Lichter aus dem Nichts, mitten in der Nacht. Es klingt so erschreckend. Ach, bitte weiter. Ich besuchte Oborka, das Dorf neben dem Wald, am Morgen nach einer dieser Störungen. Sie sagten, dass die Kinder von Lehnsherr Jomen in dieser Nacht vermisst wurden. Ich sage euch, Magie ist im Spiel. Jetzt ist meine Hexe leider weg. Es ist wahrscheinlich nichts. Ich bin sicher, der Lehnsherr kann sich selbst darum kümmern. Wenn nicht, würde ich erwarten, dass er mich persönlich besucht. Oh, natürlich. Hoffen wir nur, dass sie recht haben und nichts Schlimmes passieren wird. Ja, oder ich mal, wenn Jovan ein Problem hat, soll er mit uns sprechen. Söldner, was möchtet ihr? Ich verkaufe Pakete mit Vorräten, euer Gnaden. Lasst mich euch bei eurem Kampf helfen. Ich biete euch die besten Preise an ganz Devon. 28 Gold für 22 Vorräte. Was denkt ihr? Nein, nein, nein. Och, und hier Staub. Können wir den nicht... Wache? Wache? Abführen. Ja, alles. Danke. Ich sollte in wenigen Wochen wieder in Devon sein, euer Gnaden. Bis dahin. Ich hätte hier echt gern so einen Wächter neben mir stehen. Das fehlt mir tatsächlich ein bisschen noch. Das wäre, was ich cool fände in Yes, Your Grace. Wenn ich mir das hier noch ein bisschen individualisieren könnte. Achso, so ein bisschen einfach zu meinem Stil. Das passender gestalten könnte. Fände ich irgendwie ganz nett. So, ganz kurz. Hier ist nichts Neues dazugekommen, ne? Das hilft dir halt gar nicht. Weitere Informationen zur Abbildung auf dem Brief. Rego sagt, es sind Ebereschen. Also wir suchen einen Lord oder eine Dame mit Angst vor Flüchen. Ich scanne jetzt hier einmal drüber. Ich glaube, da hat keiner hat das mal thematisiert, oder? Jetzt, ich meine, das wäre jetzt eure Chance zu sagen, ha, hier. Aha. Sie sagt, dass ihr Sohn einen Fluch trüge, der auf seine Braut übertragen werden würde. Haha, Moment. Okay. Ist
Nicht ganz das, was ich im Kopf hatte, aber klar, das könnte Sinn machen. Also Lena ist definitiv jemand, die Angst hat vor Flüchen. Können wir sie nochmal ändern? Ja, mit der sprechen wir nochmal. Genau, die wollte zwar nicht mit uns in eine Allianz gehen, aber mal schauen. Und was ist mit Jovan? Jovan muss uns noch seine Männer geben und sein Gold. Den müssen wir auch noch einladen, obwohl er unterwegs zu sein scheint. Da hätten wir wahrscheinlich wohl die Hexe schicken müssen, gerade um die Sache zu beschleunigen. Nun denn, Grego will das Bild. Mascha wollte Gold für ihren Kredit. Genau, das heißt, wir reden ja mal mit unserer Frau, ob wir Grego das Bild überlassen wollen. Jetzt habe ich natürlich aber schon die Taube losgeschickt. Ah, falsch. Aber ich kann das nicht thematisieren mit meiner Herzensdame. Okay, können wir nicht. Was meint er denn das hier? Ah, wir nehmen es mal mit. Ganz ehrlich, ich muss Gregor einladen, um ihm das Gemälde zu geben. Ganz ehrlich, das merkt doch. Das merkt doch keiner, dass da was fehlt. Ich vermisse diesen Storch. Nein, wir haben so viele Störche hier. Ganz ehrlich, wir haben mehr als genug. Aber wir schicken noch den General ins gute Plocko. Einfach um ein bisschen was in Erfahrung zu bringen, was uns umgibt. Und beenden die Woche. Jetzt müssen wir halt. Jetzt wird sie wieder nicht bezahlt. Ich bin verwirrt. Egal. Egal, 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 egal. Wir haben eine Menge Gold angehäuft und eine Menge Vorräte. Sollten wir den General mal vorbereiten? Ich glaube, es ist vielleicht ein Moment, wo man sagt, okay, wir geben mal Geld aus an die Vorbereitung unseres Generals. Und die Moral braucht es, glaube ich, nicht. Na dann, nächste Woche. Und zwar Woche 23 bereits. Oh ja, die Dame Lina, die haben wir eingeladen. Ein Söldner. Und da ist Jovan, sehr gut. Und die kleine Sidani. Okay, holen wir erstmal den General zurück. Euer Gnaden. Eine kleine Familie am Rande des Dorfes hat kürzlich ihr Kind durch Fieber verloren. Oh nein. Es gab nichts, was ich hätte tun können. Jedoch half ich ihnen, das arme Kind zu begraben. Wir haben für seine Seele gebetet und ich habe den Geist in ihrem Namen gesegnet. Die Eltern waren dankbar für die Hilfe der Männer des Königs. Immerhin. Immerhin. Okay. Jetzt die Frage, werden wir sie beschuldigen, weil sie an Flüche glaubt und deswegen dieser Brief möglicherweise von ihr kommen könnte, auf Grundlage der Aussage von Lord Grego? Das ist relativ dünn, oder? Mit was ich hier ankomme. Das ist sehr, sehr dünn. Gucken, ob ich überhaupt mit ihr darüber sprechen kann. Ich kann nicht mit ihr über den Brief sprechen. Ha! Über die Hochzeit? Achso, ja. Über die Hochzeit meint sie, die Hochzeit zwischen. Naja, okay. Ich dachte, wir reden über die Hochzeit, die mit dem Mord. Das haben wir aber schon mal alles mit ihr diskutiert, ja, oder? Ah, oder nicht? Ich habe so etwas schon einmal gesehen. Das ist eine Amulettkette. Das ist ein teures Ding. Je größer der Zahn ist, desto mehr kann es sie vor gefährlichen Dämonen schützen. Ich habe auch eine kleine, wissen Sie, nur für den Fall. Viele Soldaten tragen diese als Zeichen ihrer Stärke, besonders wenn sie den Zahn selbst durch den Sieg über ein Monster erhalten haben. Er bringt ihnen Glück im Kampf. Wo haben Sie Ihren her? Es war ein Hochzeitsgeschenk meines Vaters. Vielen Dank, Dame Lena. Interessant. Ich habe das in Branka gefunden. Können Sie mir etwas darüber sagen? Sieht aus wie eine Fiole mit Zaubertrank. Ich weiß selbst nicht viel über Zaubertränke. Das ist alles für heute. Ich finde sie verdächtig. Ich finde sie wirklich verdächtig. Ha.
Okay, aber inwiefern hilft mir das, dass der Zahn in Amulett-Halsketten verwendet wird? Dämonen zu verscheuchen. Oder von Soldaten als Hilfe im Kampf. Also, das deutet ja gerade alles auf eine Person hin, die Angst hat vor Flüchen, wegen der Abbildungen auf dem Brief. Die Angst hat vor Dämonen, aufgrund der Halskette, zu dem dieser Zahn möglicherweise gehört. Dann auch das Mixen von Zaubertränken oder Gifttränken in dieser alten Fiole. Das ist alles sehr verdächtig. Ich will einmal kurz einen Blick auf die Beweise werfen, ob da mittlerweile was aktualisiert wurde. Das ist alles hochverdächtig. Aber eigentlich war sie jetzt meine erste. Erste Verdächtige. Aber schau mal, hier haben wir schon ein bisschen was an Informationen. Also Gregor sagte, die Bäume auf dem Brief seien Rowan-Bäume. Sie werden zwar von Kinderbetten verwendet, um sie vor bösen Geistern zu schützen. Also wir suchen einen nördlichen Lehnsherrn mit Angst vor bösen Geistern. Hier haben wir verstanden, dass das Zähne sind, die von Soldaten getragen werden. Und hier wissen wir, dass die Substanz der Fiole übereinstimmt mit dem Gift, das Talis tötete. Wir haben aber noch keinen Verdächtigen in dem Sinne. Und hier haben wir noch keinen Experten befragt. Ich weiß nicht, ob das was bringt, jetzt aber wild auf die Leute loszugehen, gewissermaßen. Joven steht ja hier schon. Etten. Ich werde nochmal durchgehen, ob hier irgendwas steht von wegen Angst vor Flüchen oder dergleichen. Hier ging es nur um den Staub. Das ist alles nur Staub. Lurs hatte, glaube ich, auch nichts in die Richtung zu sagen. Staub, Staub, Staub. Ja. Dass man halt nicht sagen kann, wo die Leute exakt herkommen, verstehe ich nicht. Also gerade diese Information, dass hier wohl eher um einen nördlichen Herren geht oder eine nördliche Dame aus nördlichen Landen, kann ich halt überhaupt nicht verwerten. Hier geht es nur um die Monster. Also Frederick hat auch nichts dazu zu sagen, glaube ich. Vorgesetzter Offizier von Joven. Ja, möchte uns helfen. Hasst den Drachentöter. Nee. Sie hatte auch nichts in dem. Genau, sie hasst einfach nur die Radovianer. Und wir sollen den Radovianern nicht helfen. Ada. Ja, da ging es um diesen komischen Händler, diesen Dieb. Mit Mascha hatten wir geredet, aber die braucht Geld und Gregor hatten wir gerade erst. Ich sag's euch, der Bankier war's. Ha! Also ich weiß aber nicht, wen von denen ich einladen sollte. No, nun, dann reden wir erstmal mit dem restlichen Volke hier. Euer Gnaden, wir haben jemanden gefunden, der bereitwillig die ganze Nacht in unserem Dorf Wache gehalten hat. Das hat der Hexe Angst gemacht. Aber Babushka ist wieder da. Ihre Männer auf Pferden, sie kamen. Sie übernahmen drei Dörfer, euer Gnaden. Sie zwingen alle ihre Kinder mit enormen Mengen an Nahrung zu versorgen. Okay, oh, okay, sie mästen sie. Wir haben Angst, dass sie sie holen kommt, euer Gnaden. Sie will sie essen. Sie müssen etwas tun. Sie sind gerade dort. Bitte schicken Sie Ihre Männer. Sie sind in drei Dörfern. Das rote Pferd ist in Oborka. Das schwarze Pferd ist in Jablonka. Das weiße Pferd ist in Belka. Ich will sehen, was ich tun kann. Okay, er hat die Orte markiert. Wenn bla bla bla, ja, alles klar. Ich danke euch, Original. Ich wusste, dass wir uns auf Sie verlassen können. Okay, könnten wir also unseren General wohl schicken. Ah, reden wir erst mit allen anderen. Wagnan. Oh, ja! Wagnan, hier ist Jonas Bückig, ein reisender Händler. Ich habe ein einzigartiges Sammlerstück für euch. Ein Satz Karten. Aber bevor Sie mich wegschicken, möchte ich es Ihnen zeigen. Ihr seht, jede Karte ist mit einer Illustration schöner, exotischer Frauen abgebildet. Aha, Satz Pornokarten. Ich verstehe, dass die Königin sie vielleicht nicht gut heißt, aber sie braucht es nicht zu wissen. Nur 12 Gold? Hm.
Oh, ja, Jonas, irgendwas war da. Ah, die. Ah, eine der potenziellen Verbündeten sprach das an. Jonas, nicht wahr? Ich kenne deinen Namen. Ja, zu euren Diensten. Warum fragen Sie? Ah, das ist jetzt dunkel, aber da war doch die Rede. Aber ganz ehrlich, im Zweifel einsperren. Ich glaube, du bleibst am besten mal hier. Ich habe die Handschuhe erkannt. Gehst in meinen Kerker. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mit dir reden will. Das ist ein Missverständnis. Mein Name ist Jotan. Ja, Jotan, nicht Jonas. Wir sollten wohl die Dame Mascha einladen und ihr sagen, dass wir ihren verlorenen Freund gefunden haben. Genau, ich wollte sagen, ich habe doch hier gerade bei einer von den beiden... sie behauptet, ein Jonas in roten Handschuhen Geld... Ah ja, genau, Jonas in roten Handschuhen hat Geld von ihr geliehen und es nicht zurückgezahlt. Aha! Puh! Gut aufgepasst. Das heißt, wir müssen sie einladen. Wir müssen allerdings auch Grego einladen. Also Mascha und dann Grego. Machen wir es in der Reihenfolge. Die hat uns eh mehr zu bieten. Dann haben wir noch Joven und Aurelia. Aber genau, Sir. Frederick ist tot. Lancer Joven ist für die Beendigung seines Lebens verantwortlich. Ich bereue diese Entscheidung nicht. Kein bisschen. Bitte, warum? Warum hast du dich dazu herabgelassen? Er hat es verdient. Frederick war ein missbrauchender Mistkerl. Lorna, seine Frau, hat viel durchgemacht. Zu beweisen, dass Noaski lügt, stärkte Fredericks Ego. Glücklich, dass er Noaxey in seine Schranken verwiesen hat, begann er zu feiern. Er trank nach Herzenslust. Er fühlte sich unbesiegbar, wollte Lorna, seine Frau, zeigen, dass er ein richtiger Mann ist. Warum hast du dich dazu herabgelassen? Er hat es verdient. Okay, exakt, klar. Ich habe genug gehört. Also, Frederick ist über seine Frau hergefallen. Und Jovan hat ihn daraufhin wohl getötet. Ich dachte, ihr respektiert Sir Frederick. Ihr wolltet meinem Banner nicht beitreten, es sei denn, er hätte es getan. Er hat mich ausgebildet. Manchmal war er völlig betrunken und ich habe gesehen, wie er für Lorna war. Ein Veteran. Jetzt ein verblasster Star. Aber einst eine echte Legende. Ich konnte es nicht ertragen, zuzusehen, wie er sie missbrauchte. Aber er war von einem höheren Rang. Ich wollte, dass er zuerst zu ihnen kommt, da ich nichts tun wollte, was ihn verärgern würde. Ich wollte nicht, dass Lorna für meine Entscheidung leidet, falls er nicht damit einverstanden sein sollte. Mir war nicht klar, dass ihn etwas anderes ohnehin aus der Fassung bringen würde. Er wurde immer missbräuchlich, wenn er trank. Jeder wusste davon. Die Wachen, die Bauern, die Edenritter. Ja. Friedrich verprügelte Lorna und ließ sie nicht mehr raus. Niemand rührte einen Finger, um ihr zu helfen. Alle waren zu ängstlich, um etwas zu tun. Ich konnte nicht zusehen. Nur zu, töte mich, wenn es sein muss. Aber du weißt, dass Friedrich das verdient hat. Wenn ihr mich verschont, schließe ich mich euren Armeen an. Ich werde euch mit meiner Hauptstreitmacht von 120 Männern helfen. Ich werde auch meine Pikiniere anbieten, sich eurer Schlacht anzuschließen. Sie können mit jeder Kavallerie umgehen, mit der die Radovianer kommen könnten. Ich werde euch auch 5 Gold geben. Ach, scheiße. Also, wenn ich ihn bestrafe, verliere ich, dann habe ich die Truppen von Noaxey nicht bekommen, auf jeden Fall. Dann verliere ich, oder bekomme nicht seine Truppen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die von Sir Frederick jetzt dennoch behalte oder nicht. Sie wurden noch nicht abgezogen, glaube ich, oder? Wir brauchen eigentlich jede Hilfe. Andererseits ist er ein Mörder. Ein geständiger Mörder. Er hatte Gründe. Gute Gründe.
Er mag sogar moralisch das Richtige getan haben. Aber er ist immer noch ein Mörder. Mord bleibt Mord, vor allen Dingen an seinem Herrn. Wenn ich ihm also verzeihe und vergebe, wer sagt mir, dass nicht als nächstes Eiriks Kehle durchtrennt wird? Nein, du musst bestraft werden. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Freiheit oder Tod? Gerne in die Kommentare. Du wirst bestraft von mir. Jovan, Herr von Oborka. Du wirst für die kaltblütige Tötung eines Mannes Gerechtigkeit erfahren. Ganz gleich, aus welchem Grund du gehandelt hast. Ich verurteile dich zum Tode. Ich bereue das nicht. Kein bisschen. Schafft ihn hier raus. Deswegen konnten wir Jovan auch nicht mehr einladen. Oha. Frage. Friedrich ist tot, aber habe ich seine Männer noch? Ich habe jetzt nicht aufgepasst in der Zahl, ob wir schon mal über 800 waren, ob ich sie verloren habe oder nicht. Jovan tot, Friedrich tot. Den kriegen wir nicht mehr. Die Dame Mascha also als nächstes. Mascha und Grego sind dann unsere beiden. Ich werde auf jeden Fall das Bild, jetzt muss ich es verkaufen. Wir reden lieber erst mit Aurelia. Weil für das Gespräch muss ich erst mal warm werden. Wie fühlst du dich, Liebling? Ich mache mir Sorgen um dich. Du bist jetzt schon zweimal ohnmächtig geworden. Was ist, wenn es schlimmer wird? Wer wird den Thron übernehmen? Ich glaube, wir müssen uns mehr Mühe geben, Liebling. Vielleicht hat Audrey recht. Vielleicht... Wir müssen uns mehr anstrengen. Ich fühle mich, als würde ich meiner Pflicht als Königin nicht nachkommen. Zu dieser Zeit, in diesem Alter, sollte ein König einen Sohn haben. Oh, können wir nicht unsere Tochter auf den Thron setzen? Können wir nicht Azalia hier den Thron einnehmen lassen? Nein, nein, nein. Sie brauchen sich nicht schuldig zu fühlen. Die Schicksalsgöttinnen haben offensichtlich andere Pläne für uns. Wir haben drei wunderschöne, gesunde Töchter. Es ist nicht deine Schuld, dass wir keinen Nachfolger haben. Ich danke dir, mein Schatz. Vielleicht können wir uns später am Abend treffen, wenn alle weg sind. Ich habe ein paar Ideen, wie wir die Dinge interessanter machen können. Vielleicht hilft das. Jetzt kommen wir zum USK 18 Teil des Spiels. Ich glaube, Aurelia macht sich zu viele Gedanken über alles. Ich sollte etwas tun, damit sie sich besser fühlt. Vielleicht eine Art kleines Geschenk, um sie daran zu erinnern, dass ich sie liebe, egal was passiert. Wie wäre es mit einem ungefähr 12 Wochen alten Erdbeerkuchen? Nun denn, was haben wir denn hier? Sedani, was in aller Welt macht ein Fuchs im Thronsaal? Das ist mein neuer Agent. Hitza. Sind wir wieder bei den Haustieren? Nun, man kann nicht gerade Spielzeug auf eine Mission schicken. Sie verstehen nichts, egal wie viel du erklärst. Außerdem war dieser hier schwer zu rekrutieren. Das hat Zeit gekostet. Warum der Hisser? Warum? Oh, das ist einfach, weil er faucht. Okay, das macht Sinn. Audrey, was sagst du dazu? Ist es eine gute Idee, einen Fuchs in der Nähe zu haben? Natürlich ist es das. es ist ein Fuchs. Er sollte nicht zu viel Ärger machen, euer Gnaden. Nicht zu viel. Aha. Na dann. Behalte ihn. Nicht, dass ich eine Wahl hätte im Dialog. Er kann... Ja! Hisa wird bald überall bekannt sein. Zuerst in Dublin für seine edlen Taten, dann Atana, sobald wir Losulia und Dusty zurückgebracht haben. Vielleicht kann er sich eines Tages mit Drachentöter Noaxei messen. Oh! Sobald er die Initiation bestanden hat, wird er für Aufgaben geschickt werden. Oha. Oha. Na gut. Wir schicken erst nach Mascha, damit sie sich ihren besonderen Freund aus unserem Kerker abholen kann. Und danach schicken wir nach Grego, damit wir ihm unser Bild
verkaufen können. Dann hätten wir noch den General, aber ich gucke mal erst, ob ich hier noch irgendwo zu tun habe. Im Verlies können wir wahrscheinlich mit dem Herrn reden, den wir da eingekackert haben. Aber ich wollte noch mal kurz checken, ob ich mit dem General irgendwo hier noch über die Sachen reden kann. Generäle und Jäger kommen manchmal hierher, um Schwertkunst zu üben. Okay. Naja, wenn hier Jäger herkommen. Das verstehe ich nicht. Es wurde ja vor Wochen mal thematisiert, dass wir mit diesem Zahn, dass wir da mit einem Jäger reden sollten. Aber ich check bis heute nicht, wo dieser sich rumtreiben soll. Besagter Jäger. Ich meine, die Hexe ist ja auch letztlich zu uns gekommen. Ah ja, Pietro, wie geht's euch eigentlich? Wie geht's? Fühlst du dich besser? Hast du alles, was du brauchst? Ja. Stabile Wände, Starrstein, eine persönliche Wache. Oh, warte. Es gibt keinen Ort zum Laufen. Ah. Okay. Magnan! Ihr habt einen Fehler gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Du hast das Gold von der Dame Mascha gestohlen. Das ist nicht hinnehmbar. Sie wird entscheiden, was mit ihnen geschieht. Ich will nicht, dass du wieder in Davern verkaufst. Aber Magnan, ich habe es wirklich nicht böse gemeint. Bitte, verzeiht mir. Nein. Nein, 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 nein. Du bist nicht mehr mein Problem. Du bist das Problem der Dame Mascha. Und liebe Leute, diese Woche endet. Wir schicken jetzt noch den General, glaube ich, mal los. Und so wurden ja hier ein paar Orte markiert, ne? Von... Genau, Oborka, Belka. Sind das die drei Orte, wo sie... Moment. Ah ja, und Jablonka. Genau, hier sollen sich die Eindringlinge herumtreiben. Dann arbeiten wir uns mal vor. Schicken unseren General. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch diese Woche beschließen. Wir sind ein Stück vorangekommen. Es hakt noch an ein, zwei Stellen, was die Beweise angeht, wo ich noch nicht ganz sicher bin, wie wir da vorankommen sollen. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr eher für die Freiheit oder für den Tod wart. So sowas müsste man eigentlich mal Abstimmungen machen. Du kitzelst mich, hör auf damit. Von dieser Seite aus wird nichts funktionieren. Hoppla! Ah, da hast du es. Es ist nicht so einfach. Leute. Leute. Oh, oh Gott, nein. Oh Gott. Ah, wie unangenehm. Ah. Ah. Asalia hat mir was ins Bettzeug getan. Ich bin eingeschlafen, jetzt juckt alles. Es ist nur Nesselpulver. Das geht gleich vorbei. Ah, weg. Weg, Kinder. Weg. Lasst uns in Frieden. Wir wollen nur etwas Zeit für uns haben. Ist das hier nicht möglich? Gehen wir, Sedani. Ich helfe dir beim Abwaschen. Ich will deine Hilfe nicht. Und wo ist der Fuchs? Wir werden darüber reden, Asalia. Und, deshalb gibt es keinen Thronfolger. Vielleicht können wir es ein anderes Mal versuchen. Vielleicht können wir es heute Abend noch versuchen. Tja, Leute, wärt ihr jetzt gerne dabei geblieben, ne? Da-da-dam, wie dem auch sei. Eine überaus erfolgreiche Runde, wie ich finde. Es sieht doch ganz gut aus. Ich muss, glaube ich, echt die 1000 Mann zusammenkriegen, oder? Bis Radovia kommt. So interpretiere ich das jetzt zumindest. Ob uns das gelingt, in den nächsten 6 Wochen, also gut 2 bis 3 Folgen, denke ich mal. Vielleicht mache ich auch mal ein paar längere Folgen zwischendurch, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Länge immer. Ne? Wir haben es immer so eine halbe Stunde, 2 Wochen. Das haut immer ganz gut hin. Wie die Wasser. Ein neuer Tag bringt eine neue Folge. Ich bin gespannt und freue mich sehr, dass ihr wirklich, wie gesagt, nach wie vor so zahlreichst mit dabei seid. Ihr seid die Besten. Macht es gut. Bis bald.